Hallo meine lieben Haplastik-Stabilos und willkommen zu einer neuen Misere meinerseits. Heute mal wieder, wie immer, wie kann es anders sein, eine Set-Preview bzw. eine kleine Diskussion zu einem Set. Denn vor einigen Tagen wurde die LEGO 76165, der Iron Man Büstenhelm, was weiß ich was, vorgestellt. Habe ich ja schon oft drüber geredet in vergangenen Videos. Generell jetzt ganz früher 2020 habe ich mich öfters auf diese Helmsets gefreut, besonders auf Iron Man, weil ihr wisst, ich bin ja auch ein Iron Man Fan und alles um die Ecke. Und das Ganze wird wie gesagt jetzt vorgestellt. Ihr seht hier auch schon die ersten Fotos. Für Leute, die sich fragen, wo ist Iron Man richtig? Ich sehe ihn eigentlich auch nicht. Nee, das ist die Büste. Hier sieht man schon mal zwei Fotos. Hier unten sieht man die noch mal ein bisschen größer. Aufgemacht ist die Box eigentlich genauso wie die Star Wars Helmet Collection, halt unten nur mit diesem dunkelroten Banner und oben halt mit Marvel Studios Iron Man. Wir haben hier den 18-Plus-Schriftzug, wir haben hier die Anzahl der Teile, die auf die werde ich auch gleich nochmal im Detail eingehen. Dann hier so Logos von Avengers, Logos von Lego. Also es ist eine sehr, sehr hochwertige, schöne Box. Wird wahrscheinlich wirklich von den Ausmaßen genauso sein wie Boba Fett, Stormtrooper und TIE Pilot. Erscheint im Juni, wird 60 € kosten, genauso wie die anderen Büsten. Und ach, ich gehe jetzt direkt auf den Preis ein, bevor ich mich über was anderes auslasse. 480 Teile für 60 € zum Vergleich. Boba Fett 625 Teile für 60 €. Stormtrooper 650 Teile roundabout für 60 € und der TIE Pilot hat 724 Teile für 60 € und das ist jetzt eine Teiledifferenz von knapp 150 Teilen, wenn ich nicht täusche. 200 Teile für 150 Teile. Das ist viel. Also es ist viel zu viel. In meinen Augen, vor allem, weil eigentlich Marvel, glaube ich, immer die billigere Lizenz war in vergangener Zeit im Vergleich zu Star Wars. Und jetzt auf einmal 480 Teile für 60 € gut. Man kann argumentieren, viele Teile mussten jetzt in Pearl Gold, nicht in Pearl Gold, in Metallic Gold geremoldet werden. Damit könnte man vielleicht so ein bisschen argumentieren, aber ich finde 480 Teile für 60 € schon ein bisschen sehr dreist. Das ist irgendwas um die 12 Cent, 13 Cent pro Teil, wenn ich nicht täusche, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und dann das Ganze jetzt erstmal das Design. Der Schriftzug erinnert zumindest an die Iron Man Filme von, ja, aus dem MCU, die wir alle kennen, mit Robert Downey Jr. Und ich glaube, der Helm soll auch eher daran angelehnt sein. Viele sagen, der Helm soll angelehnt sein an das Avengers-Spiel, was jetzt rauskommt. An dieses neue Design. Aber das sehe ich, glaube ich, absolut gar nicht so. Also den neuen Iron Man sehe ich da noch weniger drin als den aus den 2008er bis 2013er Film. Oder 2010, keine Ahnung. Das ist er überhaupt nicht. Ich kann auch gleich mal gucken, ob wir ein Vergleichsfoto finden. Also das Ganze soll hier eher angelehnt sein an den MCU Iron Man Kopf slash Helm. Und ich finde, an vielen Punkten ist einfach richtig schief gegangen. Das Farbdesign finde ich eigentlich geil. Also Metallic Gold mit diesem Dunkelrot ist halt auch das Einzige, was funktioniert hätte. Farbtechnisch. Sie hätte auch Pearl Gold nehmen können, aber ich finde das Metallic Gold ein bisschen passender tatsächlich. Also es sieht schön aus von der Farbkombination. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so. Also auch die Augen finde ich cool. Ich gehe ja hier auch mal auf ein größeres Foto. Ich glaube, dass es Prints sind. Ich fände es auch cool, wenn es im Dunkeln leuchtet. So ähnlich wie jetzt die Augen von Batman beim Batman Brickhead. Aber an sich muss ich sagen, wenn man sich die Form anguckt, das Ding sieht absolut schlimm aus. Ich würde sagen, der Hinterkopf geht noch alles. Also hier das Eckige gefällt mir jetzt auch nicht so sehr. Hier die runde Partie finde ich schon ein bisschen schöner. Auch, dass man hier ganz viel Snot-Technik benutzt, finde ich schön, sieht gut aus. Erinnert halt auch an die anderen Helme, die wurden auch so ein bisschen komplizierter in Anführungszeichen gebaut. Was aber grandios in die Hose gegangen ist, ist in meinen Augen eigentlich die ganze Front. Angefangen mit der Stirn. Die hat hier erstmal so einen roten Einlass. Der ist, glaube ich, bei der Originalmaske nicht so tief. Oder ist auch hier, hätte hier auch, glaube ich, so kleinere Winkel drin gehabt. Haben sie nicht umgesetzt. Ist jetzt auch einer der kleineren Kritikpunkte. Was ich viel schlimmer finde, ist hier diese Augenbrauen-Stirn-Sektion, die hier viel zu stark überhängt. Also sieht man mal hier von dieser Kante, sieht echt hässlich aus, weil so sieht Iron Man in meinen Augen nicht aus. Die Stirn, das sieht aus wie ein Neandertaler. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also, nee, also designtechnisch ist da erstmal die Stirn komplett in die Hose gegangen. Dann hier diese oberen Wangenteile, nenne ich es jetzt mal, gehen, glaube ich, viel zu weit da rein. Also ich habe hier einige Iron Man-Figuren auf meinem Tisch stehen, ihr kennt das ja.
Und wenn ich mal so vergleiche, nichts davon hat wirklich hier diese krassen Ausleger. Ich versuche hier an irgendeiner Stelle mal kurz ein Iron Man Bild einzublenden, damit ihr auch das Ganze vergleichen könnt. Ja, aber sonst, also ich finde das tatsächlich relativ hässlich gemacht. Der untere Part der Maske ist in Ordnung, also 6 von 10 in Ordnung, nicht 8 von 10 in Ordnung. Ich finde das, ja gut, das geht einfach glatt runter, das kann man so machen. Mit dem geremoldeten Heckspoiler, den man dann hier als Mund benutzt hat, finde ich auch okay. Das hätte man sicherlich auch noch anders machen können mit Snot-Technik. Aber das ist jetzt einer meiner kleinen Kritikpunkte, das ist auch eine gute Idee, vor allem weil das Teil auch relativ gut passt. Dann das Kinn, das ist viel zu gerade und viel zu breit, würde ich sagen. Das läuft ja viel spitzer vorne zu. Ihr habt es gerade wahrscheinlich beim Foto gesehen. Von der Frontansicht finde ich das auch nochmal schlimm, wenn man sich auch hier die Backensektion oder die Wangensektion anguckt. Das ist alles viel zu breit. In den Kommentaren wurde schon öfters gesagt, also in den Kommentaren dieser Artikel, wurde schon oft gesagt, dass der aussieht, als hätte er Mumps. Kann ich eigentlich nur unterstützen für die Leute, die nicht wissen, was Mumps ist. Auf Google Bilder eingeben, dann kriegt ihr gute Beispiele. Und nee, also ich muss sagen, das sieht von vorn hier wirklich viel zu dick aus. Hier unten ist es viel zu stumpf. Das muss spitzer zulaufen. Die Wangensektion, das sind diese, das geht nicht so weit rein. Die Stirn sieht von vorne okay aus. Also ich würde sagen, die obere Hälfte sieht von vorne gesehen in Ordnung aus. Wenn man hier vom 45-Grad-Winkel drauf guckt, absoluter Absturz. Und hier unten, das, keine Ahnung, das finde ich, müsste man auch mocken. Ich habe mich wirklich riesig auf das Set gefreut, muss ich sagen. Also ich war wirklich begeistert, als ich gehört habe, weil ich mir dachte, so viele goldene Teile und oh, da kann man so coole Sachen mit mocken. Und das Set sieht so wahrscheinlich sowieso schon mal grandios aus, weil generell der Iron Man Kopf ist nicht die komplexeste Form. Wenn man sich mal einen TIE Fighter Pilot anguckt, der eine viel komplexere Form hat und der wurde ja viel besser umgesetzt. Also da finde ich, gibt es eigentlich kein einziges Manko und hier komplett schlimm. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Werde ich mir nicht kaufen. Hätte ich mir auch niemals für 60 € gekauft mit 480 Teilen. Ich meine, ihr kriegt ja jetzt die neuen Star Wars Helme für um die 50, 45 €. Da wird wahrscheinlich auch der Iron Man, wird sich auch der Iron Man einpendeln und da wird auch der maximale Preis, für den ich, oder für den, glaube ich, irgendwer von euch zuschlagen sollte, weil 60 € ist das nicht wirklich wert, würde ich jetzt behaupten. Ist natürlich meine eigene Meinung. Ich werde wahrscheinlich gar nicht kaufen, vielleicht auf der Resterampe für mehr als 50% oder sowas, wenn ich sowas mal finde, einfach weil die Teile gut sind und ich dann einfach sagen würde, dann kann ich das auch mocken. Aber das finde ich einfach wirklich sehr, sehr schade. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel Rumgerage von mir. Ich bin ja eigentlich eher optimistisch, was Lego-Sets betrifft und versuche da eigentlich immer das Beste drin zu sehen. Hier sehe ich das leider nicht, weil das ist einfach für mich auf persönlicher Ebene eine starke Enttäuschung. Wie gesagt, schreibt gerne rein, was ihr von dem Helm haltet. Ich weiß, es gibt auch viele, die diesen Helm cool finden. Das heißt, lasst euch von mir jetzt nicht irgendwie was einreden, wenn ihr den Helm cool findet. Dann ist es so. Das ist doch schön, wenn ihr das, wenn ihr daran Spaß habt. Dann würde ich mich abschließend vielleicht über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Über ein Abonnement des Kanals natürlich auch. Und falls ihr Bock habt, mit den Brickvengers, also mir, dem Andreas von FrischTV und dem Nikolas von Big Store Heroes, abends in Kontakt zu treten, joint gerne auf unserem Discord. Der zweite oder dritte Link in der Infobox. Genauso habe ich auch den Artikel hier von Star Wars in der Infobox verlinkt, damit ihr euch auch selber durchklicken könnt, falls ihr ganze Texte, Kommentare, USW durchlesen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!